Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten angespielten Video von der HTC Vive. Und ihr seht jetzt natürlich nichts, weil ich die nicht richtig aufnehmen kann, was wunderschön ist. Aber ich werde euch jetzt so in normalen Sachen zeigen, wie man, was es so für Spiele für die HTC Vive gibt. Das erste Spiel, was wir hier haben, ist Valve's The Lab. Ihr müsstet mich jetzt eigentlich inmitten eines Ladebildschirms sehen. Ich nehme jetzt übrigens auch mit dem Mikrofon von der Vive auf, weil ich ein normales Mikrofon dafür nicht benutzen kann. Ah, und ich merke, es ist ziemlich laut, also drehe ich einfach da unten die Lautstärke etwas runter. Was ich allerdings so bemerkenswert finde, ist irgendwie die Ladezeiten von diesen Spielen. Die sind nämlich ziemlich lang. Ich bewege mich in der Zeit hier im Raum. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. Aber, ist schade. Ich werde sie rausschneiden. Hoffe ich zumindest. So, und hier sind wir in The Lab. Und da ist unser kleiner Hund. Unser kleiner Freund. Man streicheln kann. Naja, The Lab ist eigentlich nur so eine Demo, was man damit machen kann, was man mit dem Spiel alles oder was man mit VR alles machen kann. Wir haben hier jetzt zum Beispiel eine Demo, wo man einfach mal im 3D-Wald ist. Die kann man halt mit den Controllern so benutzen. Und man startet hier einfach, indem man die sich gegen den Kopf schlägt. So, hier haben die halt ein 3D-Park, ein Nationalpark mal in 3D abgebildet. Ihr seht hier, das ist jetzt, wenn man mal runter geht, nicht gerade das Beste, die besten Texturen sind und so weiter. Aber es macht doch Spaß, mal hier rumzugehen. Man kann jetzt indem man auf den Controller drückt, kann man jetzt hier zu einzelnen Stellen springen. Und dann mal gucken, was es hier so gibt. Ich wollte jetzt eigentlich hoch. Aber irgendwie komme ich nicht hoch. Was ich gerade ziemlich schade finde. Also bei der letzten Demo war ich irgendwo da oben. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier bin. Naja. Es ist auf jeden Fall hier ein Video. Man sieht da oben auch einen Vogel fliegen. Muss ich sagen, oder. Ja, ich glaube nicht so unbedingt, dass es ein Video ist, sondern dass sie wahrscheinlich animiert sind. Ein Video in 3D rendern ist, glaube ich, etwas heftig. Naja, Stöckchen werfen kann man hier auch. Ja, ist eigentlich nicht viel, aber ist schön zu gucken, was man so damit machen kann. Ne? Gut. Nein, das war's nicht. Zurückgehen wir, indem wir halt auf die oberste Taste drücken und das uns wieder gegen den Kopf hauen. So. Genau, das sind hier so Pocket Universe, so nennt er das. Und hier gibt's so ganz verschiedene. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Shop, wo man reingehen kann und dann irgendwas anderes machen kann. Hier
Ja. Hier kann man sich, oh cool. Na? Cool. Nee, da kann man nichts. Wo ist der? Ach. Komm mal wieder zurück. Wow! Was schießt der da? Ah, der schießt hier so. Ey! Nein! In die andere Richtung! Es ist etwas schwierig zu steuern, muss ich sagen. Falls ihr hier diese Ränder seht, das sind meine Levelbegrenzungen, da ich nicht so weit laufen kann. So, jetzt habe ich ein Problem. Ach, wie bringe ich das wieder weg? Naja, gut. Was haben wir hier noch? Das sind so ein paar Roboter-Demos. Ich glaube, hier war ich noch nicht mal drinne. Na, sieht nicht so aus. Kann ich mal reingehen? Slingshot habe ich noch nie gemacht. Machen wir jetzt mal. 3, 2, 1. Au. Scheiße. Ja, so läuft man volle Kanne gegen irgendwas. Wenn man es nicht genau sieht. Ich habe jetzt mit Slingshot irgendwie Probleme gehabt, das aufzunehmen. Deshalb werde ich mal einfach ein anderes Spiel nehmen. Und das Ding ist einfach Bogenschießen. Und zwar. Kann man sozusagen Bogen schießen. Da gibt es globale Ranglisten. Aber die sind mir egal. Oh. Denn die Typen bedrohen meine Burg. Und deshalb muss ich die abschießen. Ja. Scheiß drauf. So, die Typen, die Helme. Boah, das gibt es doch nicht. So, jetzt habe ich mein Tor wieder repariert. Oh. Na? Boah, ernsthaft? Ja, das passiert, wenn man nicht richtig schießt. Na? Der war zu weit. Der ging super. Na?
Hey! Der war zu spät. Der war richtig. Und der war auch richtig. Oh. So. Das ist jetzt ein Problem. Denn... Na? Gut. Nächste Runde. So macht man das. So. Da, ich bin sogar in der Punkteliste drinne. Patrick, Platz 10.000. Naja. Egal. Ich hab's geschafft. Aber wieso habe ich es nur bis zur 8. Welle geschafft und nicht bis zur 9.? Ah, die Horde ist besiegt, aber es kommen noch mehr. Egal. Welle 8 von 8. Ich würde sagen, damit gehen wir wieder zurück. Und ich glaube, ich würde damit sogar noch ein anderes Spiel anfangen, denn das haben... Ne, da hinten machen wir noch eins. Und zwar... Na, das hier. Human Brain. Human Body Scan. Okay. Es ist einfach nur, um zu zeigen, wie geil die 3D-Technik ist. Ja. Okay. Das ist jetzt eigentlich nichts Großartiges, aber... Was ist denn mit dem Kopf? Oh, der sieht von innen aber auch ganz schön geil aus. Naja. Gut. Ich würde sagen... Das haben wir schon. Damit gehen wir wieder zurück. Und ich würde sagen, es wird Zeit für ein neues Spiel. So. Was ich so gerade gefunden habe. Das nächste Spiel... Year 2134. The new era of modern healthcare is upon us. Habe ich auch schon ein bisschen gespielt. Das heißt Incel. Das habe ich schon ein bisschen gespielt. To protect the cell from the virus reach the nucleus before the virus wave gets you. Aber noch nicht so oft, weil es auch, das ist eins der Spiele, die ein die Motion Sickness richtig nahe bringt, denn man muss halt mit dem Kopf lenken und das ist nicht, wow, jetzt spür ich schon, das ist nicht die normale Lenkung, die man normalerweise hat. Also die ist etwas, wie soll ich sagen, sie funktioniert nicht intuitiv. Was ziemlich schade ist. Oh,
Das ist nicht so gut. Dann müsste ich mich ein bisschen beeilen, würde ich sagen. Zack, durch. Und man sieht halt, das Spiel spielt in einem Körper. Ich glaube, ist gerade sogar ein Mitochondrium. Und, oh, shit. Boah. Ja, ich merke schon, dass ich ein bisschen Muschi-Sickness habe. Aber das passt noch alles. So, das sind hier so DNS-Sachen, die kann man einfangen, dann bekommt man mehr Punkte, dann kann man sich davon nachher was kaufen und kommt man durchs Level. So, ja, ist mir egal. Ich habe bis jetzt alles mitbekommen. Außer vielleicht so ein paar DNS-Teile. Well done, human. Und ich habe das Ribosom überlebt. Immerhin. Ich habe meinen Progress bekommen. Wie schön. Jetzt kann ich mir halt immer gucken, was ich mir kaufen kann. Ich habe im Moment 107, also kaufe ich mir ein Protein. Our goal is to move from one organelle to the other and reach the cell nucleus before the virus. Das ist das Ziel. You can choose your next organelle. Each organelle provides unique benefits. For example, the vesicle provides a random resource bonus. The mitochondrion can increase your speed. The lysosome can halt the virus wave. Ich glaube, ich habe das schon mal gespielt. Easy roads with few obstacles are marked with green. Yellow roads are more difficult and red are the toughest to use. Gut, gut. Also das ist im Moment die einfachste Möglichkeit. Ich würde sagen, ich fange mal hier mit einem Lysosom an. Lysosom. Ja, das sind die. Wow. Also, wenn man hier so ein bisschen was von Biologie versteht, dann findet man das schon ganz schön cool. Also, ja. Lysosom. Ja, ich bin aber ein bisschen langsamer. Ich glaube aber auch, wenn man schneller wird, dann kommt diese Motion Sickness mehr. Also, das ist, oh. Das war schlecht. Das war nochmal schlecht. Mist. Naja. Passiert halt mal, ne? So, zack. Ich finde das schön, wie das alles hier dargestellt ist. Sieht schon cool aus. So, komm. Na? Wave comes closer. Maximum velocity. So, jetzt wird's schwieriger. Allein schon. Oh, mit der Drehung des Kopfes und so weiter. Das ist, naja, wir haben es geschafft. Good job. Obstacles hit, ja. War scheiße, ich weiß. So, Cell Progress. Haben wir geschafft. Gut. Plus 10. Zack, kaufe ich mir mal das. Und ich würde sagen, ich würde sagen, wir fangen hier auf, wir hören auch hier wieder auf. Spiel beenden, ja.
Und wir gucken uns das nächste an. So, das nächste Spiel ist einfach Job Simulator. Das ist schlecht. Und wir müssen einen Job benutzen. Kein Bock? Gummichef. Ach ja, stimmt. Das hat mein Bruder mal angefangen. Mal gucken, ob ich genauso gut bin. So, Job Simulator. Okay. Cool. Wunderschön. Die Order kann ich nur leider nicht lesen. Tea is a traditional human beverage consisting of heated water and flavor. Let's begin with heating some water using a kettle. Okay. Zack. Hinsetzen. So. Ja, lass dir mal ein bisschen anmachen. Like most beverages, tea is best optimized for consumption by being placed in a cup. So. Similar to tea, crumpets also require heat. The world most average worker. Gut. Eine According to Toaster. Adams, humans use devices called toaster. Da ist ein Toaster. Wunderschön. Rein damit. Runter. I love my job. Gut. Nächstes Ding nehmen. Let's try making some soup. As you can see, there are several different kinds we can make, but they all start with putting some water in the pot. Okay. Das bedeutet, ich brauche Sink? Ja, Sink ist die Spüle. Gut. Pot. Ah, wir müssen eine von diesen. Great. Now fill it with Zweimal. whatever kind of ingredients you want. Ach so. Irgendwas, was, ja? Kartoffelsuppe. Und, ach komm, ein bisschen. Was ist das? Ist das Pfirsich? Pfirsich passt nicht so ganz. Sieht nach Avocado aus. Avocado schmeckt auch wahrscheinlich ganz gut. Ein bisschen heiß machen. Oh. Hello, human. Grab a cartridge from the tray. Das wollte ich eigentlich nicht. Ah, the kitchen. Do I see an aspiring chef? Das wollte ich eigentlich nicht machen. Naja, gut, dann machen wir das nochmal. Hello, human. This is an accurate simulation of gourmet chef. Ja, ich weiß. Runter damit. Let's try making some soup. As you can see, there are several different kinds we can make, but they all start with putting some water in the pot. Great. Now fill it up with whatever kind of ingredients you want.
So, Kartoffelsuppe mit Avocado. Zack. So, ein bisschen heiß machen. Komm. Just like Mamba used to make. Haha. Bärsen Mama. Next, create a vertical arrangement of organic elements. Humans refer to this as a sandwich. Tja. What? Zack. Nee. Ey, das ist gerade gar nicht cool. Ich fühle mich irgendwie scheiße. Jetzt geht's wieder. Oh. Gut, und Tomaten. Tomatensandwich, ne? Und die Alibi-Olive I'm drauf. trying to cut down on gluten, but that looks pretty sandwich. So. So, und also Tomatensoße, Käse, ja komm, Pilzpizza. Ich hätte zwar nicht so unbedingt meins, also ich mag nicht so gerne Pilze, aber scheiß drauf. Nein! Eins, zwei. Looks like enough to supply the festivities. Send them off to the dining room. Ups. Okay. Ich würde sagen, damit haben wir das auch gemacht. Beenden das mal und gehen zum letzten größeren Spiel um, was ich so noch zeigen möchte. Das ist ein äußerst geniales Spiel, das ich allerdings wieder richtig optimieren muss. So. Das ist nämlich Tiltbrush. Bei Google. Man hat nämlich hier. Ich schalte die falsch rum. Man hat hier eine wunderschöne Partitur. Und kann damit auf die Sachen zugreifen. Zum Beispiel kann ich jetzt, ich mache gerade Lichter und kann damit halt malen in 3D. Und das Ganze kann man natürlich auch in anderen Sachen machen. So. Das kann man natürlich jetzt auch mit Ink machen oder ähnlichem. Was ich schon ziemlich schön finde. Auch, dass das Ganze, na, habe ich Qualität. Komm, setzen wir das mal hoch. Wir haben ja hier nicht so viel. Man hat hier halt verschiedene Stifte und so weiter. Ich kann ja mal was ganz Einfaches versuchen. Und zwar, ja, Flat. So.
So, wer es als erstes errat, schreibt es in die Kommentare. Das ist jetzt nur ganz schnell gebaut. Das ist jetzt nichts Großartiges. So, und hier noch ein, zwei, drei und ein bisschen rum. So, jetzt zack. Und zwar in ekelhaft dunklem Rot. So. Just the size. So, jetzt noch ein bisschen, klein bisschen blau. So ein, ne, kleiner. Wunderschön. Und jetzt noch was schön großes Gelb. So, und damit haben wir ein Lagerfeuer geschaffen. Würde ich sagen. So, das kann man jetzt auch schön save to gallery mit einem wunderschönen, stylischen Picture. Zack. Safen, fertig. So, das Ding ist auch noch ein bisschen schöner. Ich kann hier auch meine anderen Sachen aus meiner Galerie rausholen. Zum Beispiel den Vogel, den ich mal gemalt habe. Der wird jetzt vor mir selber wieder neu gezeichnet. Man kann das natürlich auch weitermachen. So habe ich auch mal so aus Jux gemacht. Ist eigentlich ganz schön. Man kann auch Environment ändern, indem man zum Beispiel einen weißen Raum haben möchte oder einen schwarzen oder einen blauen. Je nachdem, was man halt malen möchte. Wenn man jetzt hier viel mit so schönem Feuer oder sowas macht, dann ist es natürlich idealer, einen schwarzen Raum auszuwählen. So, kann natürlich auch einen Körper benutzen. Und dann zum Beispiel das Mädchen, was in Flammen stand, nachmalen. Oder irgendwie sowas. Ist auch cool. Natürlich gibt es dann auch dann irgendwie so Sachen, dass man halt das Ganze rechts machen kann. Was ich noch schön finde, ist halt dieser Mirror, dass man halt da noch einen Spiegel drin hat. So, Clear Sketch. Zack. Yes. Environment. Night Sky. Wunderschön. So. Was noch besonders schön ist, ist Showcase. Hier gibt es so ein paar Sachen, die vorgerendert sind, die man sich halt angucken kann. Das ist jetzt besonders schön. Die Maske. So. Ich werde das mal beschleunigen. Zack, fertig. Und hier hat halt jemand im Vorhinein eine Maske mal gemalt. Und man kann sich halt die Sachen importieren von anderen Leuten, exportieren von anderen Leuten. Man kann die auch hier mit dem wunderschönen Licht im Hintergrund, das es von vorne beleuchtet hat. Man kann die auch als mit dem letzten Update, mit Update 5.0, steht hier leider nicht, mit Update 5.0 kann man die sogar jetzt als VBX-Datei oder als OBJ, also als 3D-Datei exportieren, was auch gar nicht mal so schlecht ist. Und was noch schön ist, du kannst natürlich auch so ein bisschen was wegmachen. Arme bekommt jetzt ein Terminator-Auge oder sowas. Naja, egal. Man kann natürlich auch hier
Snapshot machen oder für Leute, die wo war das? Genau, man kann eine Spectator-Kamera setzen, die ich jetzt hier habe. Ihr seht jetzt durch diese Spectator-Kamera, die könnte ich jetzt zum Beispiel hier in meine Ecke setzen, während ich halt hier dran male. So ein bisschen. Hallo. Ist auch noch sehr schön. Spectator-Kamera machen wir jetzt mal wieder aus. Jetzt seht ihr mich wieder aus meiner Sicht. Kann man natürlich aus noch mit Audio und so weiter ein bisschen machen. Ist ganz schön. So, Clear Sketch. Was ich noch schön fand, ist, ich bin gerade dabei, ein bisschen was zu versuchen. Und zwar hier das Tron-Motorrad. Und da man jetzt natürlich nicht die ganze Zeit die Vive von der, na, von der Hand nehmen möchte oder so, von dem Kopf nehmen möchte oder sowas, kann man sich auch, na, man kann auch Twitch-Sets und so weiter im Nebenbei lesen. Für Streamer ist das ganz gut. Aber man kann jetzt zum Beispiel sich auch so Bilder in wunderschön groß irgendwo hier so hinhängen, während man dann halt malt, dass man halt schöne Sachen hat. Man kann die auch gerade legen oder so. Ich habe das bis jetzt immer mit einer Spiegelachse gemacht, die ich dann hier hingehängt habe. Also das funktioniert alles, ist wunderschön. Ja, das ist halt Tiltbrush. Man kann das Einzige, was ich halt schade finde, ist, dass man erstens die Sachen nicht spiegeln kann und zweitens nur ein Bild nehmen kann. Denn wenn ich jetzt das andere Bild nehme, zack, dann fehlt das eine. Naja. Wir haben ja auch noch Updates. Also, das sind jetzt so die großen ersten Anwendungen für die HTC Vive, die man so benutzen kann. Was ich auch sehr schön finde an Anwendungen. Und ja, ich werde mal gucken, ob ich noch weitere finde. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.